Tief im 100-Morgen-Wald erleben Christopher Robin und seine Freunde viele wundervolle Abenteuer. Und ich glaube, wir haben gerade genug Zeit, uns eines anzusehen. Eines schönen Tages hatte Rabbit seinen Freund Pooh zum Mittagessen eingeladen. Und weil es seine Lieblingsnascherei gab, fing Pooh fröhlich an zu essen. Und er aß und aß und aß und aß und aß und aß und aß, bis er schließlich mit ziemlich klebriger Stimme zu Rabbit sagte: So, ich muss jetzt weiter. Wiedersehen, Rabbit. Oh, 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 Hilfe unter je. Das kommt davon, wenn man zu viel futtert. Das kommt davon, wenn die Haustüren nicht groß genug sind. Wenn ich dieses Ding da monatelang vor der Nase hab, muss ich eben das Beste daraus machen. Oh nein, da ist es ja schon wieder. Ich drehe es einfach zur Wand. Du meine Güte. Ah ja. Puh, Oh hat eine kleine Überraschung für dich. Blumen. Geißblatt, wie schön. Gar nicht übel. Überhaupt nicht übel. Nein, sehr gut sogar. Nicht doch! Oh nein! Hilfe! Ja, warum habe ich diesen Bären überhaupt zum Essen eingeladen? Doch dann, eines Morgens, als Rabbit schon dachte, Pooh bleibt ewig da stecken, geschah ein Wunder. Er bewegt sich! Hurra! Christopher Robin! Christopher Robin! Er bewegt sich, bewegt sich, bewegt sich! Ein Freudentag! Hau, ruck, hau, ruck, hau, 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 ruck! Da fliegt er hin! Puh, Bär liebt den Honig zu sehr. Jam, 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 jam. Jam, jam, jam. Ach, wie gut das schmeckt. Und so steckte Puh ruckzuck gut gelaunt in einer neuen, klebrigen Klemme. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, die ich euch ein anderes Mal erzähle.